Das hier ist ein beleidigtes Eichhörnchen. Was hat das mit dem Video zu tun? Nix. Hallo und herzlich willkommen zu Kingdoms Reborn. Wir sagen Einzelspieler und wollen das Spiel laden. Ist keiner mehr da? Okay, ich denke, das liegt daran, dass ein neues Update draußen ist. Es gibt eine neue spielbare Fraktion. Wir haben ja kaum mit dem Spiel angefangen. Jetzt gibt es schon eine neue. So ist das halt, ne? So, Herzogtum, Emirate, Norsemen. So, und dann spielen wir die direkt, nämlich die Wikinger. Welt generieren, damit wir wieder auf derselben spielen. Sagen, Spiel starten. Schade, dass wir das vorige Savegame nicht weiterspielen können, aber so ist das nun mal. So, das hier hatten wir alles schon. Wähle eine Startposition. Das hier auch alles. Okay. Ich würde wieder sagen, wir fangen am gleichen Land wieder an. Weil es jetzt nicht mehr die gleichen Ressourcen hat. Interessant, wird das gewürfelt? Gibt es jetzt nur noch Stein? Vorher gab es hier Kohle. So, Nordmänner müssen eigentlich im Norden anfangen, oder wie war das? Das ist hier alles sehr schwer, so wie es ausschaut. Hier ist normal. Wir suchen uns einen gechillten Platz. Schwer, 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 normal. Oh, 1300 kostet das. So, hier oben vielleicht, Norden, Nordmänner. Nordmänner im ganzen Kalten möchte ich nicht anfangen. Extremer Schwierigkeitsgrad. Okay, nee. Extrem. Borghild. Ah, diese schönen Namen. So, wie sieht's denn hier aus? Warum ist das alles schwer? So, wir sind jetzt eine halbe Stunde daran, damit beschäftigt, eine Map zu wählen. Aber währenddessen unterhalte ich euch mit meiner angenehmen Stimme. Im besten Falle. So, alles hier, komm. Wir nehmen uns einfach jetzt irgendwo hier was. Fruchtbarkeit, hier gibt es Stein ohne Ende, flaches Gebiet, Startort, zack. So, wir bestätigen einfach und legen los. Und beginnen mit einem Rathaus. Okay, und das würde ich hier setzen. Okay. Und wir wählen direkt eine Startkarte. Und das wäre... plus ein Einkommen je 20 Münzen, die du besitzt. Aber wir könnten dann halt viel mit Handel machen, ne? Aber dann brauchen wir auch den Handelsposten. So einen Handelsposten werden wir jederzeit bekommen. Ich denke, dann wähle ich sowas. So, komm. Und wähle einen Biombonus. Holzkohleherstellung. Produktivität im Waldbiom. Ja, komm. Nein, ich weiß bereits, was zu tun ist. So. Dann Investition. Das ist immer passiv. Zeige meine gezogenen Karten. So, Karten kaufen. Ich würde direkt mit einer Jagdhütte beginnen, denn wir wollen und Obstsammler. Den hätte ich auch gerne. So. Und dann kann ich mir bald wieder was Neues holen. Okay, und hier gibt es einen Radius für das Gebäude. Das ist schön. Ich einmal hier eins bauen. Und dann bauen wir natürlich wieder einen Feldweg. Und den bauen wir so, dass das auch anständig aussieht. So. Häuser. Dann brauchen wir ein paar Häuser. Logischerweise. So. Kann man das nicht ganz... Warum durfte ich das da oben jetzt nicht? Achso, weil es dann, ja, okay, ich verstehe. Hier ist genau am Rand, hier wäre es auch genau am Rand. So, hier noch zwei Häuser. Okay. Feldweg. Zack. So, und ein Haus beherbergt wie viele Einwohner nochmal? Weiß man noch nicht, sehen wir gleich. Sammle Bäume und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ja, sammelt hier mal fleißig. Fruchtlose Ernte abbrechen. Nein. Wir sammeln alles hier. Hier unten, das lassen wir wegen dem Jagdgebiet. So, in 6 Sekunden haben wir eine neue Karte zur Verfügung. Die nutzen wir dann auch. So, Steinbruch, Köhler, Einwanderungsbehörde, Schweinefarm. Zur Nahrungsversorgung.
Ich hätte ja lieber gern die Fischerhütte, aber das wird... Wohl, wir könnten das tun. Ist aber ineffektiv. Die müssen ziemlich weit laufen, oder? Wir probieren's. Ich möchte dieses Land beanspruchen. So, das hat jetzt einiges gekostet. So ist das Leben. So, und eine Fischerhütte. Da bauen wir natürlich mehr. Und Zeit kommt Rad. So, das verbinden wir direkt. Wo ist die Straße hier? Und das machen wir so. Hier ist ja dann auch wieder... Ne, ist hier keine Straße. Okay, ich führe das direkt hier. Dann fertig. So. Hier wird schön geschuftet. So mag ich das. So, noch ein Haus. Ist innerhalb des Gebiets. Was kostet denn dieses Gebiet? 793. Lassen wir das erstmal. Aber schaut mal, wie viel Einkommen wir haben durch andere Provinzeinkommen. Das ist diese Investitionen. Technologiebaum. Erhöht die Zahl der Anwanderer um 20%. Einfache Medizin, ja. Ich würde die einfache Medizin wieder bevorzugen. So, hier ist aber jemand gar nicht glücklich. Unterkunft. Ja, hat kein Haus. So, ein Haus für 4 Bewohner. Wie viele Bewohner haben wir? 16. Und dann bist du sauer. Na, ich klicke dich nochmal an. Ah, jetzt geht's langsam hoch. Sweeper Benny, das braucht ein wenig. So. Dauert halt. Und hier würde ich auch wieder... Hier dürft ihr sammeln und machen, was ihr wollt. Auch ganz nützlich, denn wir brauchen das alles. Nahrung schauen wir. Wie war das? Stein, Steinwerkzeug, Nahrung. So. Produktion jährlich 19. Produktion jährlich 2 und Verbrauch 112. So, wie kommen wir an mehr Orangen ran, ohne dass die gefällt werden? Sammeln Stein, fruchtlose Bäume. So, die könnte man abholzen. Der Rest braucht man Obstsammler. Der wäre ganz gut, aber ich bekomme keinen. Einmal wechsle ich gratis und bekomme keinen Obstsammler. Sehr schön. Und da brauche ich noch eine Jagdhütte. Bestätigen. Nahrung ist wichtig, habe ich gehört. Immer noch. So, nochmal platzieren. Die Leute denken, dass du in Ordnung bist. Ja, ich behaupte dann einfach mal, da haben sie recht. So, zeige gezogene Karten, die gekauft werden können. Für 20. Ja, komm, das machen wir. Obstsammler, da ist er doch. Bestätigen. Obstsammler. Können die außerhalb ihrer Region überhaupt sammeln gehen? Count 66. Das ist schön, dass wir das angezeigt bekommen hier. Die Anzahl der Bäume, die besammelt. Wie ist das an? Besammelt. An denen Früchte gesammelt werden können. So, 88. Das wäre doch was. Bekomme ich das hier hin? Nee. 83, 81. So. Hier kommt der Obstsammler hin. Halt jetzt keinerlei Symmetrie, aber ist völlig egal. So, die Feldwege stehen schon. So. Nochmal. Ich möchte nicht so lange warten. Fischerhütte. Ja, eine zweite. Gerne. Lager zu weit entfernt. Das ist natürlich mies. Damit habe ich nicht gerechnet. Will ich noch einen Obstsammler bauen? Unlocked Upgrade Points. Used to upgrade buildings. Okay. Alles klar. So, bringt das überhaupt was, wenn ich 2 damit beschäftige? Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, lasst mal Ernte abbrechen. So, ich sage nämlich jetzt, ernte nur fruchtlose Bäume. So. Wird wahrscheinlich besser sein. Wenn wir jetzt jemanden haben, der das Obst davon haben will. So, und den Rest dürft ihr abholzen. Heizmaterialreserven sind niedrig. Ja, brauchen wir auch noch. Verbrenne Holz zur Kohle, die beim Heizen von Häusern die doppelte Wärme
liefern. Liefert. Liefern, sage ich schon. Ich war gerade beschäftigt mit Lesen nebenbei. Was pflanzt Feldbäume? Ach komm, wir nehmen den Köhler, oder? Den werde ich brauchen, aber den Förster brauche ich auch. Ach komm, wir brauchen beides. So, und da sind sie wieder unglücklich, wenn das irgendwo in der Nähe ist. Also würde ich sagen, 40 Holz, boah. So, es wird erst rot, wenn wir in der Nähe von den Häusern sind. Das ist auch cool gemacht. Ja, komm, lass hier platzieren. Okay. So, neue Investition. Pilzfarm, Schweinefarm, Steinwerkzeug, Obstsammler. Nein. Will nochmal gucken. Ja, war ja ein Griff ins Klo. Ich hätte gern den Förster nochmal gehabt. Den bekomme ich natürlich nicht. Na gut. Pilzfarm. Bau Pilze auf Holz an. Auf Holz? Okay, komm, lass mal probieren. Warum nicht? Stellen wir hier hin. So, hier lassen wir noch frei. Hier könnten wir die Straße verbinden. Hier wird fleißig gejagt. Jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Essen Verbrauch jährlich 23. Ja gut, nee. Da war's. Ja. Fisch 16, Verbrauch 0, 313,60. So, und Orangen. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie das mit der Nahrung läuft. Ich bekomme nämlich nicht angezeigt, produziere 500 Fisch. Ist eine kleine Aufgabe. Denn ich möchte ja, dass die genug zu essen haben. Jetzt hätten die ja genug Fleisch. Aber das essen sie nicht, oder wie? Sie wollen lieber Orangen. Oder wie darf ich das verstehen? Dieser Obstsammler, der sammelt wie viel? Arbeitsmodus ohne Boni. Sorgfältig. Das Sammeln dauert doppelt so lange, bringt aber 30% mehr Früchte ein. Okay. Ich könnte jetzt das filigrane Sammeln freischalten, aber das kostet mich 12 Steinwerkzeuge. Ja komm, es ist aber Nahrung. Und der sammelt ja... Ja. Ziemlich wenig, ne? Alles schon weggesammelt oder was? Abgesammelt? Herzreserven sind immer noch niedrig. Ja, ich weiß. Was kann ich dagegen tun? Ich habe keine Ahnung. Ah, 4 Kinder haben wir. Das bedeutet, wir brauchen auch wieder ein Haus. Das kann ich nicht bauen, weil es über die Grenze hinausgeht. So, Lagerhaus zu weit entfernt. Und wenn ich hier ein Wohngebäude hinstelle? Weiß ich nicht. Wildschweinbau. Bin ich noch ein bisschen ratlos. So, der Förster, den könnte ich... Lass den mal hier platzieren. Abholzen und anpflanzen. Obstbäume bevorzugen. Die er pflanzt, oder wie? Alle Bäume. Achso, ja. Obstbäume bevorzugen beim Pflanzen. Sehr schön. Dann habe ich da auch einen Effekt mit den Obstsammlern. Wenn die da überhaupt runterkommen. Anscheinend nicht. Kann ich ein Gebäude wieder versetzen? Nein, geht auch nicht. Da unten wäre halt einiges gewesen. Ne? Komm, lass mal eins wieder abreißen. Kann ich das einfach so... Sammle, Ernte abbrechen, abreißen. Ja. So, und dann setze ich noch ein Obstsammler da unten hin. So. Hier noch Platz für einen Feldweg? Nee. Das habe ich mir verbaut. Schade. So, Geld kommt langsam rein, die mehr Lagerkapazität benötigt. Für was genau? Und das war hier Lagerplatz. So. Habt ihr jetzt genug? Meadow flower that only grows on very fertile soil. Sehr fruchtbaren Boden. Okay. Musik ist sehr schön, oder? Fällt mir. Ist so entspannend. So, ein wandernder Händler.
Ja, was willst du denn? Was kann ich von dir haben? Ich hätte gerne Holz, aber bekomme ich von dir nicht. Was kann ich verkaufen? So, wird nämlich sowieso nicht gegessen. Finde ich blöd, aber doch, ein bisschen. 28, komm, dann lass 18 verkaufen. Das hier lasse ich mal lieber sein. Medizin auch. Steinwerkzeuge, nö. Würde ich eher kaufen wollen. Dann machen wir das so. Handel. Deine Arbeiterzahl ist jetzt bei 0 in der Huitown. Jeder Bürger ist einem Gebäude zugewiesen, ja? Manuell ein. Ne, ich brauche Leute, die sich mir anschließen wollen. Baue zusätzliche Häuser. Freier Wohnraum führt zu mehr Nachwuchs. Halte die Zufriedenheit der Bewohner hoch. So, und da wir schon wieder kein Haus haben, keinen Wohnraum, kann ich das hier abbauen. Leicht zugängliche Steinvorkommen. Da habe ich jetzt einen Haufen Häuser drüber gebaut, ne? Ist das dann direkt verloren? Scheint so. Dann bauen wir hier noch ein Haus und hier unten eins. So. Müsste das hier unten passen? Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, von daher sage ich mal vorspulen auf 3. Ah, ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt, ne? Animationen und sowas. Schon echt cool. Also es hat schon stark was von Anno, genauso wie es auch gesagt wurde. Und von Banished. Das heißt, man hat es nicht übertrieben mit der Beschreibung. So, nichtsdestotrotz, wir brauchen neue Gebäude. Was brauchen wir denn sonst noch? Stellt Steinwerkzeuge aus Holz und Stein her. Aus Stein und Holz. Ist egal wie rum. Pilzfarm haben wir schon. Einwanderungsbehörde lockt neue Einwanderer an. Das wäre gut. Fünf, aber mir fehlt es massiv an Holz überall. Aber das wäre meine nächste Wahl, ja. Und dann nochmal eine Jagdhütte. Ja, kann man hier oben nochmal irgendwo anbauen. Oder generell bauen. Der Obstsammler, ich. Wo war das Prioritätstool? Ist das jemand? Oha. Was kommt da für eine böse Musik? Das Overlay-Menü. Fruchtbarkeit und so weiter. Schaut mal. Uiuiui, ah, deswegen wurde hier schwierig angegeben. Hier lässt sich nirgends was anbauen. Attraktivität ist hier sehr hoch. Überall, wo entsprechende Gebäude sind. Und die Bäume lassen sich verstecken. Das ist immer gut. So, Spielmenü ist klar. Tutorial brauchen wir keins. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, und meine Leute frieren, weil sie kein Heizmaterial haben. Ich hoffe, die sterben nicht an der Kälte. Köhler. Immer noch nicht das, was ich wollte. So, das brauche ich später definitiv wieder für hier oben, für den Obstsammler. Der kann dann wieder Obstbäume pflanzen. Und eine Einwanderungsbehörde. Ich auch gerne. So, und die will auch irgendwo platziert werden. Gut, dass ich hier Platz gelassen habe. Passt nämlich genau hier hin. So, und den Förster hätte ich aber gerne. Hier ist die Köhlerei. 30% weniger Import, kosten 41 Stein. Das baue ich direkt, oder? Ja, komm. Das ist super wichtig. Dann haben wir auch Heizmaterial. 7 Holz. So viel produzieren wir aktuell, wenn das immer läuft. Und 66 verbrauchen wir. Beziehungsweise hier. Kohle müsst ihr schauen. Oh, das geht aber. Ja, müsste ich bald schon wieder eine zweite bauen. Automatisches Speichern. Ja, danke. Vivian starb an Kälte. Ja, ich hab's gewusst. Verdammt. Jetzt habe ich noch weniger Einwohner. Obwohl sie mir sowieso schon fehlen. Im Nahrung allerdings habe ich mich gut gemausert, ne? Da muss ich mich nicht verstecken. Produktionsziel setzen. Ne.
Soll immer laufen, aber ich habe keine Arbeiter. Stadtboni auf Stufe 2. Siehst doch, ich kann irgendwo verwalten mit meinem Mitarbeiter, ne? Manuell zuweisen, ich weiß nicht wo. Habe ich hier zur Auswahl? Taverne. Unterhaltungszufriedenheit. Na gut, das brauche ich irgendwann sowieso, aber es kostet auch wieder Materialien. Ich muss jetzt erstmal warten. Der Förster, das wäre halt so sehr, sehr wichtig. Gleiche Art zu wechseln. Technologiebaum, ja komm bitte. Pilzbaumstamm. Increases Mushroom Farms Wood Consumption. Ah, brauche ich weniger Holz. Ach, deshalb, der verbraucht Holz, um... Och nö. Das ist ja blöd. Du hast die medizinische Kräuter-Saatgutkarte freigeschaltet und erhalten. Das ist sehr cool. Ja, bitte anschließen. Und wähle eine Belohnung. Jawohl. Produktivität, Arbeitsmoral und Produktivität. Ja, das ist ja besser als das hier. Also bitte. Senkt den Unterhalt. Na, das ist mir jetzt egal. Hier. Ja, als er das gelobte Land betritt. Ah, und ich kann das nur... Ah, das ist immer pro Gebäude. Okay. Dann würde ich das hier einsetzen. Schandelt den Anbau medizinischer Kräuter frei. Wechsle die Anbauart deines Feldes, um medizinische Kräuter anzubauen. So, das heißt, da brauche ich erstmal... Hier, das kommt, das reiße ich wieder ab. Das ist ja... Also Holz im Gegenwert für Nahrung, das ist... Ne. Nicht gut. Wir haben jetzt 3 Gebäude. Aber wer erntet das denn? Wir probieren es einfach mal. Hier. Fläche ist zu klein, mindestens. Okay. Ein Arbeiter. Oh, ab wann brauche ich 2? 2? Einer. Kann ich da jetzt einfach? Medizinische Kräuter. Okay, ich dachte jetzt, da kann ich einfach sagen, Getreide, braucht kein Bauernhof, nix und der legt dann los. Gut, das ist nicht der Fall. Das wäre auch zu einfach gewesen, das hätte mich stark gewundert. So, der arbeitet hier und ja, das kann ich doch aber einfach lösen, indem ich hier einfach ein Lager baue, oder? Wo ist mein Problem? Where is the problem? A German guy said, when he tries to speak English. So, 3 Karten habe ich. immer wieder dasselbe Taverne. Komm, ich hol mal. Habe ich eine Taverne schon? Die habe ich doch hier gebaut. Abbrechen. So, hier war der Förster. Hier war die Einwanderungsbehörde. Nein, ich habe keine Taverne gebaut. Weil ich sagte, es kostet mich zu viel Ressourcen, aber ich kann es ja schon mal freischalten. So, eine zweite Fischerhütte vielleicht. Ja, komm, warum nicht? Geld benötigt. So, mehr Geld haben wir sowieso nicht mehr. Und wir warten auf das gute Holz. Und der sagt, ist nicht, weil er 7 Holz möchte. Vielleicht müsste ich einfach mal sagen, baut mir mal die Bäume ab. So, es sind aber keine Fruchtlosen mehr da. Das ist ein Problem. So, und darüber hinaus kann ich ja nichts abholzen. Haha, der Förster wird nicht. Okay, ich verstehe. Hier wäre es jetzt gut, wenn ein Händler käme. Ist da was? Dann müssen wir halt hingehen und sagen... So, ernten bitte. Der Förster kann ja nachher wieder aufforsten. Dazu ist er ja da. Kann er mal First Things First spielen. Stein. Das könnt ihr bitte abbauen. Da habe ich mir Platz für Bäume. Ich hoffe, die Ressourcen werden dann auch hier eingesetzt. Wie viel hat denn ein Baum eigentlich? Sehe ich das? Ah, plus 3. Okay, das ist nicht viel. Habe ich genug Geld? Nee. Es kostet mich
280. Das wäre nicht viel, ich bekomme viele Bäume. Darauf sparen wir jetzt. Brauche ich unbedingt. So, und das ist jetzt halt, ne? Einkommen je 20 Münzen, die du besitzt. Jetzt habe ich halt nicht mehr viel, deswegen gibt es auch keinen großen Schub. Naja. Boah, Leute, die Musik. Ist nicht wahr. Boah, das ist so schön gemacht. Einfach wundervoll. Ich hab Angst, hier zu labern, während so eine schöne Musik läuft, also. Das ist schon der Hammer. Handel. Ich hätte gerne noch andere Sachen. Bauwerk, Stein. Andere. Nö, Handel. Diesen Handelsposten. Okay. 80. Ach so, das ist maximal. Boah, was? Die Gebühr. Das ist ja mal übelst. Okay, aber ich muss es bezahlen. So, zuerst die fruchtlosen Bäume. Und das sind schon einige. So, und hier auch. Okay. Dann bekommen wir doch einiges. Seltsame Statuenruine. Plus 200 Provinzbasiseinkommen und plus 30% Hotelservicequalität dieser Provinz. Man kann Hotels bauen? Echt jetzt? Was kostet mich das? Oh, okay. Wegen dem antiken Wunder muss ich mehr bezahlen. Und die Distanz zum Rathaus. 2700. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber das hier ist halt schon massiv, ne? Das müsste man dann ja auf Dauer relativ schnell, müsste sich amortisiert haben. Weitere Gebäude plane ich jetzt erst nicht. Erstmal nicht. Erst soll mein Förster fertig werden. Und dann möchte ich die UI besser verstehen. Ziel zum Sammeln, baue Häuser. Und wo ist jetzt mein Prioritätstool? Komm, wir gucken mal kurz zusammen ins Spielmenü. Einstellungen. Andere. Ne. Hier ist nichts, schade. Aufgaben zuweisen. Indem du auf den Stern im Jobfenster klickst. Ach, das war zu einfach, oder? Kann ich das tun? Ja, okay. Das hat dann Priorität. Der hier auch und der hier. So, und natürlich die Obstsammler. Hm, hier ist noch ein Haus. Hier ist noch ein Obstsammler. So. Und die Jäger. So, das sind meine Favoriten. Die bevorzugt sind. Und für den Förster kann ich dann bestimmt, wenn ich dann noch zwei Holz hätte. Was das Maximum, das Maximum von 5 verfügbaren Kartenhänden erreicht. 5 Kartenhände wurden zu einer Universalkarte. Ah, okay. Das ist ja cool. Ja. Aber das Geld brauche ich im Moment. So. Könntet ihr jetzt bitte so langsam mal... Es wäre super nett, wenn ihr... Kann ich das manuell machen? Nee. Ich hätte gerne, dass ihr diesen Förster jetzt abschließt. Ich mach mal hier Favorit weg. Hoffentlich arbeitet dann niemand beim... Achso, weil kein Arbeiter da ist. Hm. Ich brauche einen Arbeiter. Wie bekomme ich den, wenn ich hier irgendwo welche freigebe, oder? Die arbeiten auch keine Leute. Achso, die sind alle hier beschäftigt. Ja, aber dann funktioniert doch die Priorisierung nicht, oder? Ah, jetzt. Jetzt ist besetzt. Okay. Jetzt.
Da sind sie dabei, das Land zu glätten, Pflanzen entfernen, Baumstümpfe ins Meere sind, ne? Baumstümpfe. Weil der Förster fertig ist, kann man auch hier gerne nochmal Leute einsetzen, wobei Wohnraum 23, Wohnraum 28, Lagerplatz 9 Kinder, die sollen mal erwachsen werden, die sollen arbeiten. Und die Hausisolierung, was kostet dann? Steinisolierung 20, komm. Das spart mir einen Haufen Holz. Der Ton ist so cool. Räucherkammer. So, hier, Holz. Oh, verbesserte Holzwirtschaft kostet Holz. Dann würde ich erstmal Nahrung hier. Räucherkammer. Räucherkammer. Steinisolierung. Ist noch irgendwas? Verbesserte Produktion. Plus 20% Produktivität für Geld. Lass ich erstmal. Hier Steinwerkzeuge. Ja, Einwanderer nehme ich gerne an. Benötigt 30% weniger Eingangsressourcen. Ja, Limit für gekaufte Karten erreicht. Bitte verkaufe oder benutze einige Karten auf deiner Hand. Oh, verdammt, das... Ach so. Pilzfarm, weg damit. Yes. Nachhaltigkeitsbuch. So, und dann weg mit der... Oder ich baue dir schnell die Jagdhütte. Baue ich hier noch eine hin. So, dann kann ich nämlich Arbeitsmoral und Produktivität... Jeder 1% Zufriedenheit über 60% gewährt plus 1% Produktivität. Das könnte dann bis zu 40% gehen, aber so viel bekomme ich nicht. Nachhaltigkeitsbuch, ja, und das hier auch wieder. So, das heißt, die Köhlerei, die wird jetzt... Warum kann ich keine... Schalt wahrscheinlich erst das zweite frei. Ach, und die... Das habe ich ja schon... Nee? Benötigt Mittelalter. Was? Okay. Ich hätte hier aber gerne Arbeitsmoral. Hier. Kann ich jetzt nicht? Ach so. So mache ich das. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. So, und der Förster. Wenige Eingangsressourcen. Wo könnte ich das noch verwenden? Wer braucht hier einiges an... Über 75%. Ah, was ich hier alles freischalten kann. Ich bin total überfordert gerade. Komm, ich schalte beides frei. Und hier Eingangsressourcen macht keinen Sinn, ne? Ich brauche irgendwas. Habe ich denn hier ein Ausgangslager? Ist voll. So, noch zwei Lager oder so. Komm, machen wir es direkt so. Ich möchte nichts sagen, die Musik ist so schön. Welches Gebäude bekommt die Nachhaltigkeit? Das Nachhaltigkeitsbuch. Ich muss hier noch sammeln wählen. Lose Bäume. So, gut, die sind ja noch markiert. Und hier wären auch wieder Obstbäume. Und der Förster, ihr seht, hat jetzt hier, der gibt hier Gas. Weil der ist ziemlich langsam. Ich bräuchte hier wahrscheinlich einen zweiten. Aber hier wird ja auch einiges gebaut. So. Immer noch kein Holz. Weil das immer direkt verbraucht wird. So Leute, helft ihr mir mal bitte, wo ich das Buch jetzt reinschaffe? Jagdhütte braucht ja nichts, oder? Fruchtköder. Wenn es einen angrenzenden Obstsammler gibt, nicht stapelbar. Okay. Ja, warum nicht? Bekommt ihr? Kamin brauchen wir Ziegel für, das dauert noch eine Weile. Ich brauche hier eine zweite Köhlerei irgendwann sowieso. Das heißt, komm, wir gucken mal. Jagdhütte, Förster, Fischhütte, Pilzfarm überspringen. Hätte ich auch die Universalkarte nehmen können, oder? Ah, und da ist ein Köhler. Da ist der Köhler. So. Da sind die wieder nicht glücklich drüber.
Müsst ihr dann irgendwo hin? Vielleicht die zweite Siedlung hier oben bauen? Ja, komm, dann kann ich hier auch einen Köhler hinsetzen. So. Damit das hier oben auch was wird, würde ich dann sagen... Steinbruch. Ja, komm, warum nicht? Wir kaufen das einfach mal. Arbeitsamt, was? Arbeitsprioritäten, da! Das ist doch. Das will ich haben. Endlich. So. Kommt nämlich, ich baue hier wieder viel zu viel, ne? Und auf einmal wahrscheinlich. Ja, typisch. So, hier ein Haus mitten rein. Einfach nur, weil es cool aussieht. Arbeitspriorität festlegen. Fischerhütte, Jagdhütte, Förster, Köhler. Okay, so. Ja, das kann so bleiben. Von mir aus. Baut Stein aus dem Gebirge ab. Ich möchte aber noch einen Förster haben. Ich habe ich eh gerade das Geld nicht für. Der kostet 320, ne? Muss ich wohl warten. Handel. Ah, jetzt. So, mache ich wieder Handel. Dann kann ich mir, wenn ich dann hier... Hier, Förster. Bestätigen. Köhler, Fischer, noch eine Fischerhütte. So. Das heißt, eine... ein Förster kommt hierher. Dann kann der nämlich hier ein bisschen was anbauen. So. Und dann noch zwei Fischerhütten. Ist für die Nahrung auch gesorgt. Sicher ist sicher. Setzen wir direkt nebeneinander. Statistikbüro ist frei. Können wir dann auch hier oben hinsetzen. Wobei... Lass das mal. Wir machen hier zwei Häuser. Ups. So. Und dann das Statistikbüro auf die andere Seite. So. Ach, schaut mal. Ist ein bisschen gespalten. Sieht cool aus. Ich hoffe, es macht aber nichts in Bezug auf Produktivität und oder Effizienz. Maria hat deine Stadt verlassen, obdachlos. Oh, das tut mir leid, Maria. Ich versuche mich zu bessern. Ah, gleich die Stadt verlassen? Du hättest dich ja beschweren können. So, hier Bürgermeister Hui. Du hast vergessen, hier Gebäude zu bauen. Mach mal hinne. Dann hätte ich gesagt, ja Maria, hast du recht. Muss ich mich drum kümmern, dann wäre alles gut gewesen. Aber nee, nee, du musstest ja aus Trotz direkt die Stadt verlassen. Jetzt bist du auf dich allein gestellt und es ist Winter. Das war keine gute Idee. Ich schicke jetzt keinen los, der sein Leben für dich riskiert. Das machen wir nicht. So. Steinwerkzeugfabrik möchte ich haben. Könnten wir die besser hinbauen als hier, weil hier die Leute sowieso schon können hier rüberlaufen, ne? Auch ohne Pfad. Würde ich das doch glatt... Oder bauen wir es einfach hier hin irgendwo? Das ist nicht mehr... Ach, hier ist das eine Haus, deswegen... Okay, dann wisst ihr was? Hier. So. Hier geht das Werkzeug aus, ja. Jetzt habe ich es leider nicht gelesen. Ohne Werkzeug irgendwas, wollte er gerade sagen. Keine Ahnung. Immer wenn ich das Geräusch von der Köhlerei höre, denke ich, es brennt irgendwo. Nicht gut, nicht gut. Meine Lager füllen sich ohne Ende, das ist doch schön. Das heißt, irgendwas mache ich richtig. So, Lager erweitern. Statistiken. Wildfleisch. Produktion 1500, 364 Verbrauch. Es geht ein bisschen hoch. Holz. Steigt jetzt auch ein bisschen. Leder, Kohle, Orange, Fisch. Fisch muss ich mehr. Gut, ist ja das zweite Gebäude im Anmarsch. Was soll das Orange bedeuten? Hier ist schon ziemlich verfischt, oder wie? Das heißt, wenn ich hier eine zweite Hütte baue, keine gute Idee. Komm, dann lassen wir das.
abreißen. Vielleicht war das dumm von mir. So, die Gebäude haben nämlich auch ihren Radius. Effizienz sieht man hier, 96%. Ja, 76% ist blöd. 88, komm, das reicht auch. Wobei mir die Zahl 88 nicht gefällt, aber naja. So. Okay. Zwei Köhlereien und so weiter und so fort, das läuft doch alles. Hier oben das Lager, vielleicht nur ein bisschen größer, denn... Ja. Wird seine Gründe haben. Ja, ist ja gut. Brauchst halt nebendran. Ist ja in Ordnung. So. Benötigt mehr Werkzeug. Und wieder hat jemand die Stadt verlassen. Die Gebäude werden nicht schnell genug fertig, so wie es ausschaut. Und wir haben kein Holz. Da wird wohl die Krux an dem Problem liegen. Bäume. Komm, sammeln wir mal ein paar Bäume. Annehmen. So, und wir haben wieder ein Nachhaltigkeitsbuch. Produktiv. Ja, komm, bestätigen. Und dann haben wir jetzt noch eins auf Reserve. Hier kommt wieder eins rein. Stapelt sich das überhaupt? Ne, das stand dabei, es stapelt sich nicht, ne? Stapel 7. Stapel... Doch. Boah, wie cool. Sehr effektive Köhlereien. Jagdhütte, Jagdhütte, überspringen. Nein. 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 Gut, dann halt nix. Hier kann man irgendwann Stein fördern, wenn nichts mehr da ist. So, kann man auch hier bauen. Das machen wir dann auch. Lässt sich mit diesem Pfad verbinden. Schon wieder jemand die Stadt verlassen. Meine Güte. Und setzt hier mal Priorität auf die zwei Gebäude hier. Keine Lust, dass noch mehr Leute abhauen. Ist ja schrecklich. Alle Bäume fällen. Hm? Okay. So. Aber ich sehe schon, oh, in dem Spiel verliert man sich genauso wie in Anno, ne? Die Zeit geht so, die verfliegt einfach nur. Fliegt an einem vorüber. Weiß gar nicht, wo sie hin ist. Man fängt ans Spielen. 5 Minuten später sind schon 40 Minuten rum. Das ist Wahnsinn. So. Einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr davon mehr sehen wollt. Und ich sage dann Tschüss.